Servus und willkommen zu einer neuen Folge von Factorio. Ja, wir sind wieder in C-Block. Und ja, da müssen wir gleich mal gucken, wo wir das letzte Mal waren. Da sind wir gerade dabei, fleißig die Crushed Stones herzustellen. Ich hätte jetzt gesagt, für mich die 200 Stück werde ich jetzt gleich wieder verwenden. Die anderen 200 werde ich verwenden, um die Insel wieder zu verbessern. Und da müssen wir auch mal schauen, dass wir da heute ein bisschen ja, weiterkommen. So, 183 Stück. Das heißt, ich kann da schon mal 18 Stück herstellen. Lass mal laufen. Das muss ich ja noch alles händisch machen. Wir wollen auf jeden Fall die Automatisierung vorantreiben. Und Basic Logistics wäre auch nicht schlecht, wenn wir das auch hinkriegen würden. Na, ich habe nur drei. Also das heißt, es wird auf jeden Fall wichtig, dass ich das durchziehe. So, wir haben ja festgestellt beim letzten Mal, dass wir eigentlich mehr nach unten wollen, weil da haben wir noch ein bisschen Land. Okay, das wird halt immer wieder mal umziehen. Erstmal. Und nach oben werde ich es dann auch irgendwann so machen, dass ich mal da so einen kleinen Weg nach oben baue oder so. Also so nach oben. Dass ich dann das vielleicht auch irgendwann mitnehme. Dass wir dann die ganzen Windkraftanlagen da oben hinzimmern. Das reicht ja, damit es drei breit ist. Oder vielleicht fünf. Müssen wir gucken. Wie gesagt, sobald ich sowieso genügend Platz habe, dass ich da drei, vier Algenfarmen hinzimmern kann, dann ist da sowieso vorbei, weil dann werden wir schauen, dass wir so schnell wie möglich an die Holzproduktion gehen, also an die da. Pellets, die Woodbricks, ja, das wäre auch noch nicht schlecht, wenn man da auch noch den da fertig kriegen. Also das heißt, wir brauchen 10, 20, 40, 40 davon. Wunderbar. Dann hau ich das mal da rein. Zieh es auch gleich raus. Aber gesagt, die nächsten 200 sind dafür. Und dann machen wir als nächstes gleich das durchhauen. Dann bin ich schon mal hier soweit. Dann heißt es jetzt für mich, wir machen mal das Crushed Styratit zu Kupferblatt. Kommen auch gleich die nächsten 5 rein. Also auf jeden Fall schon mal länger. Okay, dann haben wir noch das. Das kann ich auch noch gleich mitnehmen. Hydroplant. Momentan fällt mir nicht ein, für was ich es gebrauchen könnte. Ja, nee. Weil ich brauche jetzt... Genau, die nächsten 10. Dann haben wir ja schon mal die nächste Forschung am Laufen. Und in der Zeit kann ich ja mal das Minus machen. R drücken. So. Mir jetzt egal. So, dann machen wir nochmal Plus. Den bauen wir auch gleich ab. Okay, haben wir schon mal den nächsten Garten und wir haben da oben ein bisschen Masse.
Ich weiß, wenn ich jetzt ein bisschen mitgedacht hätte, hätte ich den dahin gemacht, wo sowieso der Pfosten hin muss, aber ich glaube, ich brauche dann sowieso immer zwei. So, wir machen es wieder so. Die ersten 200 gehen da rein. Und die nächsten 200 gehen wieder zur Landmassenerweiterung. So, dann lasse ich die mal laufen. Machen wir es auch gleich wieder so, dass das gleich durchläuft. Ja, ich weiß momentan gar nicht, wo ich als erstes anfangen soll, was ich alles erforschen kann soll. Also momentan macht für mich die Steinmauer und der Geschützturm am wenigsten Sinn. Die Basic-Chemie brauche ich auf jeden Fall später. Die mechanische Raffinerie brauche ich auf jeden Fall auch ziemlich schnell. Die chemische Prozess brauche ich auch, dann komme ich an Stahl ran. Das Tree Arboretum. Ja, nein, ich weiß nicht. Also wäre, glaube ich, auch ganz gut, glaube ich, dass ich da dran komme. Habe ich noch nie mitgearbeitet. Noch nie damit gearbeitet. Viel erschreckender ist. Dann heißt es jetzt, wir stellen dich wieder um. So, und die nächsten 200 lasse ich auch nochmal laufen, weil wir brauchen. Drehe ich einfach um. Na, ich Kupfer brauche. Perfekt. Und wir stellen wieder um. War das auch. Dann heißt es jetzt, da schmeiße ich dich wieder rein. Ja, das wird auf jeden Fall noch eine ganze Zeit lang so gehen. Das Problem ist halt irgendwann, dass wir Crushed Stone für alles mögliche brauchen. Wir brauchen es für Stein, wir brauchen es für Eisen, für Kupfer, für Landgewinnung, also der Bereich muss ziemlich groß werden, finde ich am Anfang, dass wir da auf jeden Fall eine gute Versorgung haben. Oh, sehr schön, wir sind fertig mit dem ersten. Fange mit dem zweiten an. So, 213. Ja. Weil ich böse war, darf ich jetzt alles verwenden. Das hat eine Reichweite. So, was sagst dann du? Dich lasse ich dann auch gleich noch was machen. Dass du auch noch läufst. Als nächstes, ja, wie gesagt, hier stecke ich gerade fest. Und vor allem das Lustige, was heißt das Lustige? Das Schlimme ist, ich bräuchte momentan Land, um nach oben zu erweitern. Ich bräuchte Land momentan nach unten zu und auf die Seite zu erweitern. Man wird sehen. So, als allererstes packen wir die 10 Stück da rein. Ich packe hier rein. Mehr nach oben geschafft. Traurig, traurig. Ich bin gerade beim Überlegen, ob ich die. Ob ich das jetzt sozusagen so. Ja, genau. Drück mal J. So. Bin hier in der Map. So. Für mich bedeutet das, wir machen hier
Oder meinetwegen hier. Machen wir erstmal hier. Hier den Bereich, dass wir den ganzen Strom, der wo jetzt hier ist, da nach oben verfrachten. Meinetwegen auch über die komplette Distanz, was unten auch ist. Wenn ich dann, sage ich mal, so einigermaßen alle Turbinen, die wo ich habe, verbraucht habe. Ja, das heißt, ich habe eine Länge, eine Breite, eine Höhe, eine Tiefe. Die Tiefe könnte schwer werden in 2D. Dass ich dann die ganzen hier oben halt hin verfrachte, also sozusagen hier anfange und dann nach oben gehe. Drunter in diesem Bereich dann die Algenproduktion knall, dass wir hier das Zeug herstellen, also die ganzen Algen, vor allem die grünen Algen, und dann hier die Produktion für den Strom machen und unten drunter die Braunalgenverarbeitung. So eine kleine Lösung. Bin gespannt, wann ich es vergessen habe. Ich schaffe das nicht mal bis zum Ende der Folge, die das zu merken. Das kann sein. Wie gesagt, das Schlimme ist gerade, ich brauche gerade beides. Schon Krit 3, ja, viel wenig. So, dann gehen wir da rein und dann arbeiten mal. Und ich verwende jetzt das, um wenigstens den ersten Plan ein bisschen voranzutreiben mit dem Stromumbau. Jetzt haben wir auf jeden Fall schon mal genügend Land aufgeschüttet, dass ich meine Strommasten setzen kann. Das heißt jetzt für mich, dieser Strommast hier ist jetzt der erste, der die Windturbinen mitmacht. Kann nicht auf Wasser gebaut werden. Ich baue dich nochmal ab. Vor lauter Bauen. Die 200 dahin. Die nächsten 5 kommen dahin. Dann diese Pflanze und diese Nobelginen oder was auch immer das ist, kommt hier rein. Dann kommt jetzt als nächstes, ich habe Zellulose, habe ich ja. Dann produziere ich mal weiter die Wood Pellets. Ja, und ich muss jetzt natürlich noch aufpassen. Erstens mal muss ich mal schauen, wie es überhaupt mit der Stromproduktion ausschaut. Okay, wir machen momentan 1,1 Megawatt. Und haben eine Bedarfsdeckung von 735 Kilowatt. Wie gesagt, es laufen aber auch nur zwei von den Elektrolysern und da wollen wir mal irgendwann mal hin. Auf jeden Fall für den Anfang. Dass ich da 8 Stück oder 16 Stück dann am Laufen habe, die mir die ganze Zeit durchgehend diesen Stein produziert, bis wir eine Möglichkeit vielleicht finden, da besser ranzukommen. Was uns das alles bringt, weiß mir ja noch nicht. Also ich auf jeden Fall, ich weiß es noch nicht. Wenn einer von euch weiß, ich nicht. Ja, genau. Gott sei Dank geht es nicht, weil sonst hätte ich jetzt geflucht.
Wo ich halt so schnell wie möglich hinkommen muss, ist, ich muss die Erze verdoppeln. Es kann nicht sein, dass wir auf Verdeih und Verderb. Ich glaube momentan, irgendwann wird das Verhältnis 1 zu 1. Aber ich glaube momentan ist das Verhältnis 3 zu 1. Ja. Also Crushed, 3 Crushed Stieratite ergeben 2 Platten, glaube ich. Nur eine? Können wir gleich wissen. Mal einen bitte, also 3 Stück von denen, und wir wissen halt, aus denen machst du, glaube ich, macht der immer 2. Ja, also das heißt, ich habe 1, irgendwas, 1,5. Glaube ich, habe ich. Mathe-Genie. Nee, nicht wirklich. Das heißt für mich, auf jeden Fall ist es momentan halt weniger. Ja? Also das heißt, aus 3 werden es 2. Nein, da kann es nicht 1,5 sein. Ich bin auch wegen 0,75, glaube ich. Ich weiß, der Glaube gehört in die Kirche. Das weiß ich dann sozusagen nicht korrekt. Dann heißt es für mich, Landausschüttung geht weiter. Auch wenn ich ans Kupfer ran muss. Egal. Ich will das jetzt mit dem Strom da oben anfangen. Hatte ja dann genügend Zeit, dies zu tun. Ich finde es hervorragend. Also das heißt, ich muss sogar noch mal eine Linie weiter runter. Und noch eine Linie weiter runter. Gleich bin ich wieder da, wo ich herkam. Ja, also erzeugt Power und gibt's ab. Perfekt. Also wissen wir schon mal, wo der Weg hier uns hinführt. Und 84 habe ich. 206. Wie viel von den Forschungsfläschchen kann ich denn herstellen? 10 Stück. Herstellen. Den Rest kriegen wir jetzt auch hin. Heißt, ich bin jetzt. Nee, jetzt muss ich erstmal Crushed Stone zu Ärzte weiter verarbeiten. Also ich finde, solange ich momentan Eisen habe, werde ich den Crushed Saphirit nicht verwenden. Den werde ich schön brav aufheben, damit wir dann daraus die nächste
bessere Eisenproduktion machen. Aber dann müssen wir halt auch an Stahl rankommen. Hier sind zwei Fläschchen Laub. Dann heißt es, wir machen wieder den da. Lustig wird es ja auch, das noch alles so zu bauen und zu planen. Momentan habe ich leider nur Smart im Kopf, also die Smart-Arme, dass ich daraus ein Sortierungssystem mache. Und vor allem schön wird es, ich muss mir auch noch das aneignen mit aus 1 oder aus 2 wird 1, aus 1 wird 2. Und so weiter und so fort. Also was für euch schon, die alle, die wo Minecraft gut kennen, Minecraft, hat er nicht gesagt, hat er gesagt, ich meine natürlich alle, die Factorio kennen. Bei uns ist das auch mittlerweile scheißegal, ob ich das eine oder das andere sage, sie sind beide krank. Und ja, dass man halt sozusagen sich da auch mal Standards aneignet. Ich liebe Factorio, ihr wisst, ich habe schon, ich glaube, inoffiziell ist es der dritte Anfang. Offiziell ist es der zweite. Komme ich drauf, ja, dem, dass man einfach das alte Projekt, weil es zu wenig Folgen hatte, vom Gleis fallen lässt, sozusagen. Aber ist halt auch nicht Sinn und Zweck. Dann habe ich schon mal 9. Dann mache ich jetzt noch die. Ey, die zwei kommen halt nicht mehr hinterher. Problem ist ja auch, ne, wenn ich jetzt nicht anfange, am Anfang gleich eine vernünftige Energieversorgung so weit aufzustellen, dass ich als nächstes dann die Algenfarm verbessert aufstellen kann. Weil wir brauchen natürlich Zellulose. Und wenn wir Zellulose richtig gut produzieren können, dann kann ich anfangen, mit einem Kohlekraftwerk zu arbeiten. Also mit diesem Dampfkraftwerk zu arbeiten. Bin mir gerade nicht sicher. Ob dieses Burner Electric ausreichend ist, muss ich mir mal dann zwischen den Folgenpausen, wenn ich aufnehme, angucken. Wie gesagt, wenn ich auch diese Aufnahmen, weil ich mache die gleich soweit fertig dann immer für euch. Da werde ich das auch ein wenig laufen lassen, dass wir auch ein wenig an Material rankommen. Sonst wird es nämlich immer wieder dasselbe Gekasper sein. Und dann heißt es halt für mich, ich stehe hier wegen rum, ich lasse die Maschinen laufen, ich lese vielleicht ein bisschen aus. Ah, also das, was ich sozusagen die ganze Zeit gerade mache. Und jetzt müsste ich noch die restlichen. Kupferplatten zusammenkriegen. Ich glaube, ich brauche 4. Dass ich jetzt noch mal eine basteln kann. Ja, und er hat es noch nicht mehr geschafft, die ersten 10 aufzuräumen. Also, da kann ich entspannt sein.
Einzige, wo ich nicht entspannt sein kann, ist das da. Aber ich kann nochmal Landmasse herstellen. Dann haben wir schon wenigstens nochmal ein bisschen oben was. Ich bin ja immer beim Überlegen, ob das überhaupt so ausreicht. Ich habe irgendwie, ich weiß nicht warum. Ich möchte ja das immer teilweise ja final bauen, sozusagen nicht immer tausendmal abreißen. Denk von Anfang an, versuche ich schon in diese Richtung zu denken. Ich denke auch sozusagen gerade an die großen Strommasten. Ich weiß, wenn ich die größeren Strommasten habe, dann geht es auch nach unten. Dann müsste ich auch sozusagen unten so eine Lücke lassen, damit es einigermaßen funktioniert. Ich glaube sogar, ich müsste die Lücke so machen. Also so und so. Dass das, glaube ich, ich habe es halt nicht mehr im Kopf, reicht. Warum tue ich es jetzt nicht? Ganz einfach. Ich mache es nicht, weil ich der Auffassung bin, dass ich es sowieso umbauen muss. Und dann will ich es halt nicht zweimal aufbauen. Wie gesagt, das Lustige ist, ich baue jetzt schon diese Strommasten, wenn ich die vor allem wieder unten abbaue. Ja, auch schon zum zweiten oder sogar schon zum dritten Mal. Zweites Mal, glaube ich. Ja, also ich habe ja immer... Man hat ja immer wieder zu bauen. Also, wie gesagt, das wird größer und irgendwann muss es noch größer werden. Und darum will ich ja auch dieses Mal wirklich mit Herz und Verstand das durchziehen, dass ich da auch mal wirklich bis zur Rakete komme. Dass man einige gesagt haben, was, C-Block bis zur Rakete, bitte narisch? Ja. Also wenn es natürlich dauert bis zu 1.8 oder so, dann kann es sein, dass es vorher einen Break gibt, weil dann alle anderen sagen, oh, das Spiel Factorio 2. So ungefähr. Nein, also so weit, ne, lasse ich es natürlich dann nicht kommen, aber... Ich möchte schon versuchen, so weit wie möglich es durchzuziehen. Und ja, ihr wisst ja, ne? Ich habe gesagt am Anfang, ich mache immer Sessions. Wie gesagt, wenn ihr Tipps habt, wenn ihr Tricks habt, rein in die Kommentare. Ich schaue sie mir an. Nur bitte nicht falsch verstehen. Ich muss immer ein bisschen im Voraus aufnehmen. Ich werde die Kommentare mir durchlesen. Ich werde sie auch, wenn ihr Fragen habt, beantworten. Wenn ihr was Geniales mir sagt, werde ich es dann auch umsetzen. Aber wie gesagt, nochmal, ich werde im Voraus ein bisschen aufnehmen müssen, damit ich durchgehend Content habe. Weil das möchte ich diesmal verändern zu früher. Nicht, dass man sagt, okay, er bringt jetzt 2 Wochen mal wieder keine Folge raus. Dann bringt er mal wieder eine Folge raus und dann, ja, nee, das ist, ich finde es nicht gut. Bin ich ganz ehrlich, ich finde das nicht gut, dass ich, ja, Kontinuität, und wie gesagt, wenn ich dann auch wirklich mich eingegroovt habe, dass ich weiß, das mit dem Rendern klappt, mit dem Hochladen klappt, mit dem Aufnehmen klappt. Ich habe auch noch genügend Freizeit, weil ein paar Hobbys hat man ja auch. Bin ja auch ein großer Filmfan und zocke mit den anderen Jungs auch noch ein bisschen. Schau mir natürlich auch andere Sachen noch an, dass mir vielleicht noch ein drittes Projekt dazu kommt. Ja? Also ich halt dann wirklich sage, ja, okay, ich habe dann Rhythmus drin und ich merke, ja, der Rhythmus geht ungefähr so. Ich muss immer circa eine Woche vorher aufnehmen. Da will ich ungefähr hinkommen. Also das heißt, ihr und mit euren Kommentaren, ihr seid immer eine Woche Zeit versetzt. Ja. Wie gesagt, das ist halt das, wo ich unbedingt hin will.
ich bin der felsenfesten Überzeugung, das werden wir schaffen. Ja, ich habe ja noch 9 Landflächen. Bauen wir das mal nach oben. Wie gesagt, wenn ihr auch der Meinung seid, dass ihr sagt, wenn du die nötige Zeit hast. Wie gesagt, kommt immer drauf an, nötige Zeit haben. Du kannst auch gerne die Landfläche vergrößern in der Zeit, wo du nicht aufnimmst. Ein in die Kommentare. Es reicht auch, wenn es dann einer macht und ihr mit den Daumen arbeitet. Das heißt, wenn jemand dann dafür ist, dass das so gemacht wird, einfach dann da einen Daumen nach oben da lassen. Das sehe ich dann. Ich hoffe, dass die Funktion noch da ist, weil ich habe ja auch, wie gesagt, festgestellt, dass andere Funktionen nicht mehr da sind. Ja, das ist das, wenn man zu lange abstinent ist. Heißt, jetzt habe ich ja das immer noch kleine Problem. Nee, ich habe jetzt kein Problem, weil ich kann jetzt nämlich hingehen, genau. Okay, die zwei produzieren, ist egal. Das kann er. Das darf er. Und jetzt werden einige sagen, oh mein Gott, du machst jetzt die Woodbricks, die bringen doch nichts. Ich hoffe, dass ich mich nicht verguckt habe. Das trifft bei mir auch öfters zu. Ich bilde mir was ein, was nicht so ist. Ja, aber es ist so, Gott sei Dank. So, und jetzt haben wir dann aus den 35 machen wir jetzt da die Charcoal draus. Wie gesagt, die hat jetzt 4 Megajoule. Die hat 8. Aber wir bekommen hier 5 und da bekommen wir, ich glaube, 4. Also ist auf jeden Fall ein bisschen mehr, was wir rausbekommen. Gut. So, kriegen wir es nochmal zustande, dass ich noch ein bisschen Landmasse mache. Ja, machen wir es doch so. Da haben wir beides. Ach so, das war die Insel. Anderes Sand gewesen. So, dann heißt es jetzt, du kommst dahin. Und die nächsten Windturbinen. Dahin, ja, das reicht wieder nicht. Wir brauchen Stein. Gemein, wir brauchen Stein. Und danach Sand. Ganz kleinen Stein. Durch Umweltbeflussung kleingeriebenen Stein. Wobei in einigen Sand ja auch noch, verstorbene Lebewesen mit drin sind. Also Schalentiere und so weiter. Ganz, ganz fein gemahlen. Dann kann man ja auch ganz gewissen Sand zum Beispiel für einen Betonbau verwenden und an anderen Sand nicht.
Weil, wenn einige sagen, ey, hast du mal gesehen, warst du mal in der Wüste, wie viel Sand das da gibt? Und dann sagt man, ja, aber diesen Sand kannst du, soweit ich das jetzt noch im Kopf habe, nicht für Beton verwenden. Und dann, ja, hat man irgendwann eine Sandkrise. So ulkig, wie es klingt. Ja, genau. Das kann ich noch einmal. Nein! Stopp! Um Gottes Willen! Bist du irre? Lass mein schönes Zeug in Ruhe! Du hast noch einen Knall! Der spinnt im Quadrat. Jawohl, also, das heißt, ich lasse jetzt noch ein bisschen das Zeug einfach hier weiterlaufen. Wir werden dann ein bisschen mehr hoffentlich von dem Zeug haben. Bis zum nächsten Mal. Denn ich werde hier einen Break machen. Wenn euch die Folge gefallen hat, dann lasst mir doch einen Daumen nach oben da. Wenn euch Kritikpunkte aufgefallen sind, dann schreibt mir doch in die Kommentare, was ich verbessern kann. Und für alle, die mein neu auf dem Kanal sind, dann lasst mir doch ein Abo da und aktiviert die Glocke, damit ihr auch mitbekommt, wann ein neues Video heraus ist. In diesem Sinne, vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.